Herzlich willkommen zu 365 Grad in Bewegung. Hier und heute lassen wir uns einmal bewegen. Und nach der intensiven Arbeit mit der Idee der Spiralwege im Körper nehmen wir uns etwas Zeit und Raum, uns einem sehr einfachen, aber höchst wirkungsvollen Bild hinzugeben. Wir befinden uns im Wasser. Dieses Wasser strömt an, fließt ab und dabei bewegt es uns. Und wie dieses Bild für dich genau aussieht und sich anfühlt, das überlasse ich deiner Fantasie. Stell dir vor, nimm dir Zeit, deiner Vorstellung etwas Raum zu geben, sie mit den verschiedenen Sinneskanälen zu entwickeln, die Temperatur, das Gefühl des Wassers auf deiner Haut, wie der Druck des Wassers an deinem Körper ankommt und andere Teile dieses Bildes für dich zu spüren und zu entwickeln. Ich stelle dir in der gebotenen Kürze einige Startpunkte vor, mit dieser Idee in Bewegung zu kommen, deinem Körpergefühl etwas nachzugehen, es zu vertiefen und deine Bewegungsqualität anzuregen. Bewegungsqualität bedeutet, dich härter, weicher, schneller, langsamer, zarter, gewaltiger und so weiter in Bewegung kommen zu können. Und als Embodiment-Impuls eignet sich diese Idee besonders für das eigene Wohlbefinden, also ein Selbstfürsorge-Impuls, Ruhe, Nähe zu dir selbst aufzunehmen und gleichzeitig innere Kraft zu tanken. Wie immer, ich bin neugierig zu erfahren, was es für dich tut, wie es für dich wirkt und ich bin offen für eure Wünsche und Anregungen. Und wie immer bei allen Videos, füttert den Algorithmus, Glocke läuten, Abo klicken und das Video natürlich teilen. Und jetzt viel Vergnügen und gute Bewegung. Starten wir am Boden. Ich nehme einfach eine wunderbare Fantasie für mich, nämlich im warmen Sand zu liegen und mich vom anströmenden und abfließenden Wasser sanft und langsam in Bewegung bringen zu lassen. Du entscheidest, in welchem Tempo und Rhythmus du dich bewegen lässt. Günstig ist es, sich hier an dieser Stelle viel mehr Zeit zu nehmen, von der Vorstellung in die körperliche Wahrnehmung und Intensität einzutauchen, jedenfalls deutlich mehr als ich in diesem Video. Beobachtet, wie der gesamte Körper nach und nach in Bewegung kommt und von dem inneren Bild erfasst wird. Je stärker die Bewegung des Wassers in deiner Vorstellung wirkt, umso engagierter resoniert dein Körper und aktiviert die gesamte Muskulatur, regt deine muskuläre Tiefenwahrnehmung an. Ich bleibe für jetzt bei einer holistischen Bewegung, die mich als Ganzes erfasst. Auch wenn bestimmte Bereiche mehr oder weniger, stärker oder schwächer erfasst werden, so bleibe ich mit meiner Aufmerksamkeit und Achtsamkeit in einer Gesamtwahrnehmung meines Körpers. Beobachte, wie sich deine Wahrnehmung und das Gefühl für deine Körpergrenzen, also der Innenraum vom Außenraum, unterscheidet und im Erleben dieses Bildes am realphysischen Boden entwickelt. Spiele dabei ganz eigenständig mit der Stärke der Wellen, mit dem anströmenden und abfließenden Wasser, mit dessen Höhe, dessen Temperatur oder auch mit der Wahrnehmung deines Körpergewichtes. Lassen wir uns im Folgenden einmal im Stand von unserem inneren Bild bewegen. Wir überspringen für hier und jetzt in dem Video den holistischen Teil, der euch ganz ähnlich dem ersten Teil am Boden genauso bewegen kann. Zusätzlich haben wir im Stand die meisten Körperteile ja sozusagen frei, um sie dreidimensional im Raum zu bewegen. Damit können wir stärker einzelne Körperteile in das
Spotlight unserer Aufmerksamkeit nehmen und unserer Bewegung in einzelnen Körperteilen vertieft nachgehen. Dabei erleben wir, wie uns die Bewegung, die uns aus dem inneren Bild heraus bewegt, wiederum ein eigenes Echo erzeugt und uns weiter bewegt. Es entsteht ein Bewegungsfluss. Das Spiel mit der Dynamik und dem Fluss deiner Bewegung bedeutet im Hinblick auf dein Embodiment, dass du jetzt in eine aktive Beziehung zu den anströmenden Impulsen des Wassers trittst. Dass du dich weniger tragen und vielleicht sogar mitreißen lässt, sondern du entscheidest, gestaltest und findest zu deinem persönlichen Fluss im Fluss des Lebens. Aber ich überlasse es deiner Achtsamkeit und deiner Fantasie, mit dieser Metapher der anströmenden Impulse von außen weiter in eine eigene persönliche Bedeutungsfindung zu gehen. Ich bin neugierig, was diese Metapher noch für dich mitbringt, und vielleicht hast du ja Lust, es in den Kommentaren mit uns zu teilen. Das war's für hier und heute. Viel Vergnügen und Bewegungsfreude beim Ausprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video.